In diesem Video beantworte ich eure Fragen. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Q&A-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich versuche ja jetzt so jeden Monat so ein Q&A zu machen. Die Fragebox habe ich wieder in meiner Story auf Instagram gepostet und es kamen wieder einige interessante Fragen rein, auch einige neue Fragen, die so zuvor nicht gestellt wurden. Und ich gehe sie ohne Thematik einfach Schritt für Schritt durch und versuche sie so gut es geht zu beantworten. So, fangen wir mit der ersten Frage an. Welcher wird dein nächster internationaler Disney-Park sein? Also es steht noch nicht fest, aber wahrscheinlich wird es Disneyland Hongkong sein. Dein Lieblingsfilm außerhalb von Disney? Ja, die meisten wissen es, ich bin auch riesengroßer Harry Potter-Fan. Das heißt, ich kann mich also auch nicht auf einen Harry Potter-Film fokussieren. Ich finde alle Harry Potter-Filme gut. Gut, es gibt zum Beispiel Harry Potter, den fünften Part finde ich jetzt nicht so ganz so prall, aber ja, generell Harry Potter ist neben Disney einer meiner Lieblingsfilme. Was sind deine Top 3 Disney-Charaktere? Also meine Top 3 Disney-Charaktere sind Mickey, Minnie und ja, dann würde ich sozusagen auch Belle noch sagen, weil es meine Lieblingsprinzessin ist. Was ist aus deiner Disney-Kreuzfahrt geworden? Ihr hattet noch Guthaben, oder? Ja, dazu muss ich mal kurz ein bisschen ausholen. Wir waren ja September 2019 auf der Disney Magic hier in Norwegen unterwegs. Und wenn man auf einer Disney Cruise ist, kann man sich sozusagen ein Guthaben kaufen, was man dann für die nächste Reise nutzen kann. Ich glaube, es waren so $250. Und wenn man das halt gebucht hat, dann ist es 2 Jahre gültig. Und man bekommt dann, glaube ich, noch 10% Rabatt auf die nächste Disney Kreuzfahrt. Da wir wissen, was zwischen 2019 und 2021 passiert ist, sind wir nicht auf Kreuzfahrt gegangen und dementsprechend, also wir sind ja danach, ich war ja letztes Jahr im Januar, also 2022 auf der Disney Cruise bei Castaway Key, als wir in Orlando waren, aber da ist der Gutschein im Prinzip abgelaufen. Aber wir haben das komplette Geld, das ist ganz gut bei diesen Gutscheinen oder bei diesen Guthaben, man bekommt das Geld in voller Höhe zurückerstattet, wenn man es nicht aufgebraucht hat. Wärst du auch ohne deinen Freund ausgewandert? Und wenn ja, in welches Land? Ich glaube, ich wäre nicht ausgewandert. Nee, ich hänge dann doch zu sehr an meiner Familie und meinen Freunden, um dann irgendwie in ein neues Land zu gehen, ohne jemanden zu kennen. Also das wäre... Nee, ich glaube, den Schritt wäre ich nicht gegangen, wäre mein Freund jetzt nicht in die Schweiz gegangen. Da wäre ich, hätte ich glaube ich... Also klar, hat man mal so... als Teenie oder als Jugendlicher mal gesagt, oh, so geil, nach Amerika oder so, wäre schon cool, aber nee, ich glaube, das hätte ich nie gemacht. Welches sind deine Lieblingsseiten, um Urlaub zu buchen? Recherche und Preisvergleich. Interessante Frage. Also, Preisvergleich, jetzt, wenn wir sagen, es geht um Disney und generell um Kreuzfahrten, da gucke ich natürlich auf den... Also wir fahren jetzt eigentlich fast nur mit AIDA, deswegen gucke ich bei AIDA. Ich habe ein Reisebüro meines Vertrauens, die schreibe ich dann an, dann frage ich da nach Preisen und gucke natürlich auch Seiten, also jetzt das was für AIDA, wenn ich jetzt eine AIDA-Kreuzfahrt buchen will. Ich habe auch noch eine persönliche Reiseberaterin bei AIDA, die ich auch anschreibe. Und dann so vergleiche ich halt die Preise für jetzt zum Beispiel eine für eine AIDA-Kreuzfahrt. Wenn wir jetzt generell um Urlaub geht, wenn wir jetzt zum Beispiel den Teneriffa-Urlaub mit meinem Freund gucken, da haben wir halt auf vielen Seiten geguckt. Wir haben natürlich erstmal auf Robinson-Clubs geguckt, auf TUI Magic Lives, da wir schon die Cluburlauber sind. Das war uns aber alles zu teuer. Dann haben wir auch natürlich auf normalen, wie man sie alle kennt, die ganzen Reiseanbieter, TUI und Altours und keine Ahnung, geguckt nach Urlaub. Aber ich finde, da was zu finden, was einem gefällt, ist irgendwie wie Sand am Meer. Also da muss man wirklich das Sandkorn rauspicken oder sehr, sehr viele Filter anwenden, um dann das zu finden, was man wirklich möchte. Ansonsten für Hotels nutze ich ganz klassisch Booking.com oder Check24. Zum Beispiel unser Hotel oder unser Apartment für Teneriffa habe ich auch über Booking.com gebucht und auch sogar den Flug.
Den Flug habe ich auch über Booking gebucht, weil er tatsächlich am günstigsten war. Aber für Flüge benutze ich auch gerne Skyscanner. Der für zum Beispiel, wenn ich nach Paris fliege, spuckt er immer mir die günstigsten Möglichkeiten aus und auch, dass uns den Hinflug mit Swiss macht und den Rückflug mit Air France. Also ja, ist ganz praktisch. Das sind so die Seiten, wo ich eigentlich immer so drauf gehe. Wie funktioniert der Parkeingang mit Reservierung über die Jahreskarte? Naja, also ich weiß jetzt nicht, wie es mit der neuen ist, aber sonst war es immer, dass man die Jahreskarte am Parkeingang dem Mitarbeiter hinhält, weil bevor es zu diesen Schleusen geht, wo man reinkommt, ist immer ein Mitarbeiter und wenn er sieht, ihr habt eine Jahreskarte, dann haltet ihr die Jahreskarte hin, er scannt sie und sagt okay und dann dürft ihr weiterlaufen. Mehr ist kein großes Hexenwerk. Was sind deine Geheimtipps im Disneyland Paris? Meine Geheimtipps. Also, ich habe ja schon einige Videos hier gemacht auf YouTube über Tipps zum Erstbesuch und Spartipps und weiß der Geier. Meine Geheimtipps. Also so viel Geheimnis gibt es da jetzt nicht im Disneyland. Ich lege eigentlich alle meine Tipps offen mit euch da und kommuniziere sie auch gerne. Also ja, Geheimtipps wäre vielleicht eine Filterflasche mitnehmen, gutes Schuhwerk, nutzt Single Rider, um Zeit zu sparen oder Baby Switch. Das sind so Tipps, die ich euch ans Herz lege, aber es sind jetzt auch nicht wirklich geheim. Die habe ich schon sehr oft kommuniziert. Wie viel gibst du pro Jahr für Disney-Merch aus? Ungefähr. Das ist jetzt eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich würde sagen, vielleicht um die 200 Euro im Monat und dann halt mal 12. Aber das variiert natürlich pro Monat. Ne? Jetzt gehe ich öfter zu Primark oder gibt es neue Spirit Jerseys oder so. Also das variiert. Also ich würde so sagen, so 2 bis 250 Euro im Monat. Was ist dein teuerstes Kleidungsstück? Mein teuerstes Kleidungsstück ist wahrscheinlich mein Burberry Trenchcoat. Ja, das ist so, glaube ich, das teuerste, was ich... Also an Kleidung, ne? Es ist keine Handtasche, es ist Kleidung. Ist mein Burberry Trenchcoat, glaube ich. Wann steht die nächste AIDA-Reise an? Ja, da sind wir auch schon ganz viel am Planen. Wir haben uns eine Reise über Weihnachten, wir haben eine Reise über Weihnachten im Auge mit meinen Eltern, auch mit meinem Bruder, meinem Neffen. Also wir sind aktuell gar keine Fans von Weihnachten zu Hause feiern. Warten aber bei der Reise noch auf die Vario-Tarife, weil wir hoffen, dass es dann noch ein bisschen günstiger wird. Weihnachten ist ja generell ein bisschen teurer. Ja, und die nächste AIDA-Reise, die auch im Raum liegt, ist natürlich die nächstes Jahr in Asien. Genau, das wäre Ende Februar. Bist du Ende November im Disneyland? Weiß ich noch nicht. Also Anfang November ja, vom 10. bis zum 12. Aber Ende November weiß ich nicht. Ist bald ein Disney-Trip in einen anderen Disney-Park wie Tokio oder Shanghai geplant? Also ist noch nichts gebucht, aber geplant. In meinem Kopf ist es schon fest verankert. Aber Tokio erstmal leider nicht. Was fasziniert dich so an Disney? Was fasziniert mich so an Disney? Erstmal, es ist Kindheit für mich. Ich bin mit Disney groß geworden, mit Filmen wie Bambi oder König der Löwen. Mit Disney Merchandise natürlich. Als Kind war ich so oft im Reisebüro und habe einfach den Katalog aus dem Disneyland Paris mit heimgenommen und da durchgeblättert, auch wenn wir nie hinfahren konnten, war es für mich das Größte. Genau, also es ist so ein Stück Kindheit für mich und ja, es ist Magie, man taucht in eine andere Welt ein und ja, das zeichnet Disney für mich aus. Was ist dein Lieblingsplatz im Disneyland Paris? Das habe ich schon mal in einem Moni zeig mal Video gezeigt. Also einmal sitze ich einfach gerne mal am Schloss, auf einer Bank, lass die Musik einfach auf mich wirken, aber auch bei It's a Small World, da wo die Parade rauskommt, da sitze ich auch ganz gern mal, weil da gibt es auch Bänke und da laufen sehr, sehr viele Charaktere an einem vorbei. Das heißt, wenn man da ein bisschen länger sitzt, kann man den einen oder einen Charakter sehen, ihm zuwinken, natürlich jetzt keine direkten Meet and Greets machen, vielleicht machen sie ein Selfie, wenn sie ganz gut drauf sind, aber sonst nicht. Genau. Was ist deine liebste Attraktion im Disneyland Paris und warum? Meine liebste Attraktion, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, meine Top 5 Disneyland Paris Attraktionen, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, ist Tower of Terror. Und warum?
Ich mag das Theming, das Thema, aber auch der Ride an sich. Ich bin schon Fan von Freefall Tower oder wenn es halt runter geht und so weiter. Das mag ich schon ganz gern. Und ja, mit der Thematik gefällt mir das schon echt gut. Welchen Disney-Charakter möchtest du gerne mal oder wieder treffen? Also wieder treffen würde ich gerne mal das Beast von Die Schöne und das Beast, weil das habe ich nur einmal getroffen beim Run Disney Event und das war leider dementsprechend sehr kurz, weil wir da wenig Zeit hatten. Und wen ich mal gerne treffen möchte, keine Ahnung, habe ich gerade nicht so, weiß ich gerade nicht. Wen ich gerne mal treffen möchte, habe ich gerade keinen aktuell auf dem Schirm. Hast du Tipps für den nächsten Disneyland Paris Trip? Ja, habe ich eben auch schon erwähnt. Ich habe so viele Tipps-Videos hier auf meinem YouTube-Kanal. Tipps zum ersten Besuch, 10 Tipps und Tricks, 10 Tipps und Tricks-Videos in zweifacher Version. Also eins von, keine Ahnung, von ich glaub, 3 Jahren oder so oder 4 Jahre sogar. Da habe ich noch ein neueres gemacht. Also wenn ihr auf meiner YouTube-Seite einfach Tipps eingibt, dann kommen alle Tipps-Videos und da ist wirklich genug zu sehen. Das würde hier auch den Rahmen sprengen. Ist es für dich noch was Besonderes, ins Disneyland Paris zu gehen? Auf jeden Fall. Es ist immer besonders für mich. Es ist immer wie nach Hause kommen. Es ist einfach, ich vergesse wirklich meine kompletten Sorgen, wenn ich welche habe zu Hause. Ich denke fast gar nicht an zu Hause nach. Was mich dann noch erwartet oder so, wenn ich im Disneyland bin, denke ich nur an Disney und Disneyland. Und ja, Zeit mit Freunden zu verbringen, Spaß zu haben, genau. Es ist für mich immer was Besonderes. Wann warst du das erste Mal im Disneyland Paris? Das war, jetzt vergesse ich mal das Jahr, ich glaube Januar 2013 war es. Müsste jetzt 10 Jahre her gewesen sein. Da war ich süße 21. Deine liebste Realverfilmung und welche du absolut nicht gut fandest. Meine liebste Realverfilmung, würde ich sagen, war schon Aladdin. Die war schon sehr, sehr gut, die Realverfilmung. Und welche ich gar nicht gut fand, ich werde mir jetzt echt schwer zu sagen, aber es ist Die Schöne und das Biest, weil ich bin dabei echt 2-3 Mal eingeschlafen. Im Kino, aber auch zu Hause. Und das tut mir wirklich im Herzen weh, weil Schöne und das Biest einer meiner Lieblingsfilme ist. Viele sagen ja König der Löwen oder so, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm, König der Löwen. Dumbo fand ich auch okay. Also die sind jetzt alle nicht überragend, aber die waren alle ganz in Ordnung. Was ist deine Lieblingsnebenfigur, Sidekick von Disney? Also Sidekicks sind ja die Nebencharaktere. Welchen mag ich denn da? Also ich habe nicht den einen Lieblingscharakter, also den habe ich bisher noch nie definiert, aber ich mag Pascal sehr gerne von Rapunzel. Finde ich super witzig, aber auch Sebastian von Ariel. Ja, das sind so Sidekicks, die ich, glaube ich, am liebsten mag, wenn ich jetzt so einfach freischnauze, welche sage. Top 5 Dinge, die man gemacht haben muss beim ersten Besuch im Disneyland Paris. Das sind auch schon wieder so Fragen. Ich habe ja, wie gesagt, einen Tipps zum ersten Besuch gemacht. Aber Top 5 würde ich jetzt mal sagen, Shows angucken, Mickey Maus treffen, Filterflasche mitnehmen, um Geld zu sparen, einen Plan machen, also auf jeden Fall strukturiert an die Sache rangehen und nicht irgendwo hin und her und dann vergesst ihr am Ende was, macht euch einen Plan. Und Nummer 5, so spontan, lass mich kurz überlegen, gemacht haben muss, ja, die Attraktion halt fahren, ne? Die man natürlich fahren möchte. Welchen asiatischen Park möchtest du als erstes besuchen? Ich habe ja schon eben erwähnt, welchen ich wahrscheinlich als erstes besuchen werde. Welchen ich besuchen möchte als erstes, wäre wahrscheinlich Tokio, aber das wird wahrscheinlich nichts in nächster Zeit. Ist eine nächste Disney Cruise geplant? Aktuell leider nicht. Ich habe ja dieses Jahr wohl, hatte ich auch schon einige Cruises im Auge, aber es hat halt nicht funktioniert mit den Urlaubstagen und so weiter. Und ja, eventuell nächstes Jahr, aber es ist wirklich noch gar nichts geplant in die Richtung. Wie fühlt es sich an, so zu wissen, dass so viele Menschen deine Videos gucken? Also ich sitze ja hier alleine mit meiner Kamera und meinem Licht und meinem Handy in der Hand jetzt für die Fragen. Und es wird, also man sieht dann auch immer die Zahlen auf YouTube, die dann einen gucken oder auf Instagram in den Stories, aber so einem wirklich bewusst ist es nicht. Also man sieht dann irgendwie, keine Ahnung, 4000 Aufrufe auf ein YouTube-Video,
denkst du, ja, ist super. Aber wenn man sich die Menschen mal vorstellen würde, wie viel 4000 Menschen in einem Raum sind, oder kann man ja nicht mal in einen Raum packen, das ist schon krass. Aber wie gesagt, das kann man sich gar nicht so bewusst vorstellen. Das ist schon, ja, crazy. Was für Freizeitparks würdest du gerne besuchen, weltweit? Auf jeden Fall Universal in Kalifornien, Universal in Japan. Also diese zwei sind ganz weit oben bei mir, vor allem Japan Universal. Ansonsten weltweit habe ich mich jetzt noch nicht so krass mit beschäftigt, was es noch so gibt. Generell, wie gesagt, Universal-Fan. Ja, dann die Disney-Parks weltweit. Hier den bei Barcelona, wie heißt der denn? Port Aventura würde ich, glaube ich, gerne mal besuchen. Den in Polen, Elektrolandia. Ja, das sind jetzt so ein paar Parks, die mir so spontan einfallen. Nächste Frage. Kannst du genau erklären, warum ihr getrennt schlaft? Das hat persönliche Gründe. Ich werde jetzt nicht auf Detail eingehen. Es hat persönliche Gründe, warum wir getrennt schlafen. Und ich bin wirklich happy damit. Das ist wirklich, wenn man bei manchen anderen Paaren hört, wie nicht nachts abgeht. Das hört sich jetzt doof an. Aber der eine schnarcht, der andere wacht früh auf und keine Ahnung. Und unterschiedlicher Tag-Nacht-Rhythmus, da bin ich schon ganz happy, mein eigenes Schlafzimmer zu haben. Liebster Disney-Charakter, habe ich eben schon gesagt, Mickey. Liebster Ort im Disneyland, habe ich auch schon erwähnt. Phantasialand oder Europa-Park. Aktuell ist es tatsächlich der Europa-Park. Ich war dann letztens im Phantasialand und ja, das war leider ein bisschen eine Enttäuschung. Und ich weiß viele Kommentare, warum fahrt ihr denn dann ins Phantasialand, wenn ihr eh nicht davon begeistert seid? Wir versuchen dem Park halt immer wieder eine neue Chance zu geben. Und Sven hatte sein Ticket dort gekauft. Ich wollte die Jungs wiedersehen und deswegen sind wir halt ins Phantasialand gefahren. Es ist auch nicht so, dass ich ihn jetzt nie wieder besuchen würde. Phantasialand ist auch eine meiner Kindheitserinnerungen. Ich liebe das Phantasialand. Ich finde es immer noch super, weil die Attraktionen auch teilweise echt gut sind. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, würde ich aktuell den Europapark bevorzugen. Wie viel verdienst du auf YouTube? Ja, auch eine sehr interessante Frage. Mittlerweile verdiene ich etwas Geld bei YouTube. Um kurz euch die Regularien dazu zu sagen, man braucht mindestens 1000 Abonnenten, um monetarisieren zu können und auch eine gewisse Anzahl an Aufrufen, das weiß ich aber jetzt gerade nicht auswendig, auf jeden Fall 1000 Abonnenten. Und und da kommt es natürlich darauf an, wie oft euer Video geklickt wird. Das heißt, wenn ihr ein YouTube-Video guckt und ihr habt jetzt nicht YouTube Premium abonniert, dann wenn ihr Werbung seht, dann kriegt derjenige Geld dafür. Wie viel ich verdiene? Ich werde jetzt hier keine Zahlen nennen, mache ich nicht. Aber mittlerweile kann ich mal meine monatlichen Trips ganz gut davon finanzieren. Hast du Disney-Aktien? Nein, habe ich nicht. Wie und wann kamst du zu deiner Disney-Verrücktheit? Eigentlich schon immer. Ich war schon immer Disney-verrückt, schon als Kind. Ich hatte Minnie Maus, Handtücher und wie gesagt, habe es ja eben schon erwähnt mit den Katalogen und so weiter. Und seit meinem zweiten Disneyland Paris-Besuch, wo ich da mit meiner Mama da war, das war Dezember 2018, dann ist es richtig schlimm geworden. Und eigentlich dann, seit ich September 2019 meine Jahreskarte habe, ist es eskaliert. Wo kann man im Disneyland Paris abends am besten was trinken? Im Village. Also da gibt es die Sportsbar, da gibt es Billy Bobs, da gibt es auch im Royal Pub gibt es Cocktails mit Happy Hour und Bier und keine Ahnung. Also im Disney Village könnt ihr da auf jeden Fall abends noch einen trinken. Wo sieht man, welche Jahreskarte an welchem Tag im Disneyland gilt? Das ist, glaube ich, aktuell nicht so gut ersichtlich. Ich habe Screenshots mal gemacht von DLP Report bei, jetzt heißt es ja X, ehemaliges Twitter. Kann ich euch gerne mal hier einblenden. Die habe ich auch noch im Handy, wann die Silver-Blockout-Tage hat und wann die Bronze-Blockout-Tage hat. Wie gesagt, blende ich euch gerne mal jetzt hier ein. Sind von DLP Report. Aber sonst weiß ich jetzt nicht die Webseite, wo man das sehen kann. Also macht euch vielleicht einen Screenshot oder so davon. Vlogging-Kamera für Anfänger bzw. Urlaubsvideos. Also Vlogging-Kamera würde ich euch die empfehlen, mit der ich auch gerade filme. Das ist die Sony ZV-1. Mit der kann man echt gute Vlogging-Aufnahmen machen. Ich habe aber noch ein externes Mikro oben drauf, damit der Ton noch ein bisschen besser ist, vor allem wenn es windig ist. Urlaubsvideos, ich weiß nicht, ob ich damit jetzt, also auch Urlaubsvideos, weil die mir dann doch ein bisschen zu groß ist für Urlaubsvideos. Da würde ich vielleicht einmal eine GoPro, eine Insta3, Insta Go,
Insta360 Go 3 empfehlen, Insta360 X3, genau, also alles diese Kompaktkameras. Eine Osmo Pocket würde auch noch gehen, aber was das Problem ist bei diesen ganzen Action-Cams und bei der Osmo Pocket auch, sie sind sehr schlecht im Lowlight. Welche Halloween-Maze wirst du zuerst besuchen, was Parks betrifft? Aktuell? Gar keine. Ich glaube, keine Maze geplant. Also, das, dieses Jahr weiß ich nicht, ob ich überhaupt eine Maze besuche. Ist ja nicht so mein Ding. Wird es mehr Videos mit deinem Freund geben? Ich denke mal schon. Also, er ist jetzt nicht generell abgeneigt. Es wird auf jeden Fall demnächst noch ein Video geben, wo wir gegeneinander spielen werden. Nicht Disney Locana, sondern was anderes. Ansonsten, ja, keine Ahnung, was es noch für Videos geben wird. Was wünscht ihr euch für Videos mit meinem Freund? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Von wo hast du die wunderschöne goldene Kette mit dem Disney-Schloss drauf? Die gibt es im Disneyland Paris, im solche Emporium oder im Motorsportsladen. Da gibt es immer die Stände mit Schmuck, die sich so drehen. Und da habt ihr diese kleinen Ketten, die es in Silber und Gold gibt, mit dem Schloss drauf. Was war deine schönste bzw. schlechteste Disney-Erfahrung bisher? Also meine schönste war auf jeden Fall die Wiedereröffnung nach Corona, wo der Park wieder eröffnet hat, wo ich, also ihr könnt den Vlog euch hier anschauen. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen, ich habe geweint, als die Castmember uns begrüßt haben. Das war wirklich extrem emotional, wo der Park so lange geschlossen war. Und meine schlechteste Disney-Erfahrung bisher, weiß ich auch gerade nicht so. Also es gab bestimmt mal eine schlechte Disney-Erfahrung und wir meckern ja auch immer über das Disneyland Paris, was da nicht so gut läuft. Ja, ich würde sagen jetzt so ganz spontan vielleicht so die Partys. Also ich würde jetzt nicht sagen die schlechteste, aber schlechte Erfahrungen habe ich gemacht mit diesen ganzen Halloween-Party und Silvester-Partys, die ja jetzt eh nicht mehr stattfinden. Jahreskarten-Events außer das letzte, aber die davor waren auch alle grottig. Also ja, das sind so schlechte Erfahrungen bisher. Warum ändern gerade so viele Kanäle ihren Namen? Gibt es Rechtprobleme? Ja, für diejenigen, die es nicht wissen oder kein Instagram haben, viele auf Instagram ändern gerade ihren Namen von Disney... auf irgendwas... Das hat den Grund, dass auf Facebook einige Seiten, die Disneyland Paris im Namen hatten, gesperrt wurden. Und so, unter anderem zum Beispiel auch Robert, der mit dem Duffy. Seine Seite wurde auch gesperrt und ist meines Wissens auch noch nicht wieder aktiv. Und deswegen haben einige jetzt Angst, dass es auch auf Instagram übergreift und dementsprechend auch die Kanäle blockiert oder gesperrt werden. Und deswegen wahrscheinlich ändern sie alle ihre Namen. Plus, alle sagen ja, sie möchten sich breiter aufstellen. Hast du einen Tipp, wie man ein Foto mit einer Disney-Figur bekommt, ohne ewig anzustehen? Ich habe eben den einen Platz erwähnt bei It's a Small World, da laufen die Charaktere durch. Da könnt ihr mal vielleicht, wenn ihr Glück habt, ein Selfie schießen, wenn die Charaktere gut drauf sind. Ansonsten, ja. Achso, und natürlich Character Frühstück im Plaza Gardens oder Character Dining im Plaza Gardens oder im Auberge de Cendrillon mit den Prinzessinnen. Da bekommt ihr auch Fotos mit Disney-Figuren, ohne lange anzustehen. Aber dafür müsst ihr halt einen gewissen Preis bezahlen. Wann bist du wieder im Disneyland Paris? Wenn ihr das Video seht, bin ich gerade, glaube ich, auf dem Weg ins Disneyland Paris. Also ich bin jetzt zur Princess Celebration da am Samstag und Sonntag. Sonntag ist aber diesmal die Princess Celebration. Und dann bin ich wieder im September dort. Genau, Ende September. Bekommt man die Locana-Karten gerade irgendwo? Ja, das fragen auch viele. Aktuell gibt es die Locana-Karten, soweit ich weiß, nur in vereinzelten Trading-Card-Shops, in so kleinen Shops. Müsst ihr mal googeln, ob ihr vielleicht eine in der Nähe habt. Ansonsten, glaube ich, am 1.9. auch online in größeren Shops. Aber aktuell ist irgendwie der Hype so groß, dass da auch schon vieles im Vorverkauf ausverkauft ist. Gibt es im Disneyland Paris das Magic Band oder nur den Pass? Nur den Pass, keine Magic Bands. Kann man auch alleine ins Disneyland Paris fahren? Würde gerne Halloween da sein. Gibt es Busse? Man kann auf jeden Fall alleine ins Disneyland Paris fahren, bin ich ja auch schon mal. Es gibt Busse wie Flixbus oder BlaBlaCar-Bus. Ich glaube, die Pam fährt ja auch ganz oft als Tagestrip hin und her. Also sie fährt irgendwie am Vortag nachts, abends los, ist dann morgens im Park, bleibt dann den ganzen Tag im Park und fährt abends dann wieder heim. Könnt ihr gern mal die Pam anschreiben.
Wenn ich ihren Insta-Namen finde, schreibe ich es gerne mal hier rein. Da könnt ihr die mal fragen. Ich bin nicht so oft mit dem Bus unterwegs. Ich war einmal mit dem Flixbus unterwegs und das war's. Und gibt es Busse, die direkt zu den Disney-Hotels fahren? Bin nämlich ängstlich mit dem Zug und umsteigen. Also es gibt auch Busse. Also ich weiß auch, dass Pam direkt ins Disneyland Paris fährt. Aber es ist nicht von jeder Station in Deutschland. Also ich weiß, ich bin ja einmal von Zürich gefahren und der Bus ist nicht direkt zum Disneyland Paris gefahren. Aber es gibt Busse von Flixbus und BlaBlaCar-Bus, die direkt ins Disneyland Paris fahren. Michaela hat auch mal, glaube ich, einen Direktbus genommen zum Disneyland Paris. Müsste man auf jeden Fall mal die Seiten durchsuchen. So, noch zwei Fragen, dann bin ich durch. Wo kann man Cup und Kappa noch kaufen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Einfach mal googeln. Im Disneyland Paris, ich habe keine Ahnung, Cup und Kappa. Kann man sich die Disney Hotels als Nicht-Gast anschauen? Ja, kann man. Ihr könnt einfach in die Disney-Hotels reinspazieren, sogar die Restaurants besuchen, sogar die Bars benutzen. Also es ist alles gar kein Problem, euch wird keiner rausschmeißen. Ja. Und das waren alle eure Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Und ich hoffe, es war interessant. Die eine oder andere Frage fand ich schon sehr interessant. Wenn ihr mir noch nicht folgt da draußen, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Dann verpasst ihr auch zum Beispiel jetzt nicht die Videos von Disneyland Paris, die jetzt kommen in nächster Zeit. Ich bin ja dieses Wochenende da, nächstes Wochenende bin ich im Legoland, da werden auch einige Videos folgen. Also wenn ihr mir noch nicht folgt, dann tut das gerne. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. An der Stelle vielen, vielen Dank für euren kontinuierlichen Support. Ja, also wie gesagt, jetzt war mein Ende total komisch. Also ihr seht, ich habe selbst gehakt, jetzt war mein Ende nicht so, wie ich es sonst auch sage, wie ich es so einstudiert habe im Kopf. Jetzt war es total komisch und jetzt bin ich total verhaspelt. Ich würde sagen, wir beenden jetzt das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt kommen wir zum Standardspruch. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.